Ja, dann würde ich sagen, starten wir 14:02 Uhr. Ich begrüße Sie zu unserem Webcast heute in Kooperation mit der SAP. Die Leute von SAP haben ja eine Webcast-Reihe ja initiiert und heute haben wir da ein spannendes Thema, wo wir Finanzprozesse mit SAP S/4HANA innovativ, effizient, automatisiert und zukunftsorientiert gestalten wollen. Mein Name ist Andreas de la Camp. Ich bin bei Deloitte Director und begleite unsere Kunden bei SAP S/4HANA Transformationen. Bevor wir mit dem Thema heute beginnen, wollen wir noch die darauf hinweisen, dass dieser Webcast aufgezeichnet wird, sodass weitere Teilnehmer später das noch online ansehen können. Sollten Sie damit nicht einverstanden, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, vor Beginn der Aufzeichnung den Webcast zu verlassen. Sie können ihn natürlich dann aufgezeichnet in ein paar Tagen selbst dann angucken, wann immer Sie wollen. Wir starten also jetzt dann die Aufzeichnung. Gut, bevor wir starten mit dem Thema Automatisierung und Steuerung des Finanzabschlusses mit SAP S/4HANA Cloud mit Advanced Financial Closing, also ein langer Name, das heißt, der Webcast wird auf jeden Fall gut. Möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir hier eine ganze Webcast-Reihe haben, gemeinsam mit der SAP. Das nächste Thema findet am 10. Juni, also genau in 10 Tagen, statt. Und zwar das Thema integratives Cash Management, End-to-End-Prozesse mit SAP S/4HANA 2020. Das ist am Donnerstag, am 10. Juni um 16 Uhr. Und nach der Sommerpause planen wir noch weitere Themen, Planung und Forecasting mit der SAP Analytic Cloud. Und auch noch das Thema Forderungsausfälle vermeiden und DSO verringern mit SAP Receivables Management. Wenn Sie da Interesse haben, sehr gerne. Und wir haben auch die Themen, die Webcasts der Vergangenheit auch aufgezeichnet, sodass Sie das jederzeit auch gerne im Nachgang nochmal anschauen können. Ja, beginnen wir mit dem Thema heute. Wie gesagt, Automatisierung und Steuerung des Finanzabschlusses mit SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing. Und ich freue mich sehr, dass wir heute dabei haben die Dorothee Schulz. Die ist Solution Advisor Finance bei der SAP und verantwortlich für den Vertrieb von SAP Finanzlösungen, im Speziellen eben SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing. Und von Deloitte ist es der Sven Lausen aus dem Bereich SAP Finance. Der ist bei Deloitte Experte für REFX und im Bereich IFRS 16, vor allem auch jetzt in diesem Umfeld für das Advanced Financial Closing. Wir haben dieses Thema ausgewählt, weil wir eine gute Resonanz von unseren Kunden haben und viele Anfragen auch, die sich für dieses Thema interessieren. So glauben wir, dass das heute auch eine spannende Thematik für Sie sein wird. Bevor ich jetzt endgültig das Wort an die Kollegen übergebe, noch ein Hinweis. Am Ende der Session haben wir etwa 10 Minuten Zeit, wo Jafar Jibril und das unterstützen wird, bei Themen die Fragen aufzunehmen. Sie können auch jederzeit den Jafar kontaktieren über die Q&A-Button unten bei Zoom, wo Sie vielleicht technische Fragen haben und ihn dann nochmal um Hilfe bitten können. Ja, und damit würde ich jetzt einfach an den Sven übergeben, der uns dann jetzt am Anfang durch das Thema führt. Danke. Ja, vielen Dank, Andreas. Auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Und dann gehen wir auch gleich auf die Agenda. Und die Agenda für heute sieht wie folgt aus. Im Teil 1, Herausforderungen des Finanzabschlusses mit SAP S/4HANA Cloud for Advanced Financial Closing bewältigen, möchten wir erstmal das Thema einordnen und den Fokus des heutigen Webcasts erklären. Wir werden im Laufe des Webcasts das Tool kurz AFC nennen. Im zweiten Teil, Finanzabschluss mit AFC Live-Demo, zeigen wir Ihnen anhand einer Systemdemo, wie die Automatisierung und Steuerung der Abschlussprozesse im System aussieht. Dann im Teil 3, geplante Innovationen AFC Roadmap, möchten wir Ihnen gern zeigen, was die SAP geplant hat, welche Prozesse in Zukunft im AFC noch abgebildet werden können. Dann kommen wir zu Teil 4, Systemarchitektur und Implementierung. Und da möchten wir Ihnen groben Überblick geben, wie sich das AFC in Ihre SAP-Systemlandschaft eingliedert und welche Punkte bei einem Einführungsprojekt zu beachten sind und wie auch SAP und die Leute hier gemeinsam unterstützen können. Im Teil weitere Informationen zu AFC geben wir Ihnen noch weitere
oder zwei Links mit, wo Sie sich dann weitere Informationen auf der SAP und auch auf der Deloitte-Website holen können und wo Sie natürlich auch Kontakte finden, wenn Sie Interesse haben an einem Austausch zu dem Thema. Abrunden tun wir die Session dann mit einer Q&A-Runde. Und wie bereits angesprochen, können Sie während der Session unten im Zoom in der Q&A Ihre Fragen posten. Fangen wir an mit Teil 1, Herausforderung des Finanzabschlusses mit dem AFC bewältigen. Und der Fokus des heutigen Webcastes ist sowohl Automatisierung als auch Orchestrierung des Einzelabschlusses. Die SAP plant auch, das Tool sowohl für Konzernabschluss als auch für Reporting auszulegen. Heute wollen wir uns aber primär mit dem Einzelabschluss beschäftigen. Das heißt, wie können die einzelnen Prozesse des Einzelabschlusses automatisiert mit dem AFC gesteuert werden und wie können die beteiligten Mitarbeiter, das heißt ihre Finanzbuchhalter, ihre Controller, orchestriert werden, gerade wenn sie viele Buchungskreise haben. Was natürlich auch möglich ist mit SAP S/4HANA, ist natürlich die Optimierung der einzelnen Abschlussprozesse in sich. Beispielsweise, wenn Sie an die Wareneingangs-Rechnungseingangsabstimmung denken, das geht mit Machine Learning oder das für die Intercompany-Abstimmung gibt es auch eine Lösung. Das ist aber heute nicht der Fokus, sondern der Fokus ist wirklich, wie diese einzelnen Schritte miteinander verzahnt werden können, automatisiert und orchestriert werden können. Was sind nun die Herausforderungen der Orchestrierung des Finanzabschlusses, vor allem der manuellen Orchestrierung? Und Sie kennen es sicher, Sie haben einen Abschlussplan, vielleicht in Excel, der so aussieht wie dieser hier, wo Sie Ihre ganzen Tasks, Ihre Abhängigkeiten von anderen Abteilungen pflegen und wo Sie auch den Status vor allem pflegen. Das heißt, welche Tasks sind wie weit abgeschlossen und diese Liste liegt dann auf dem SharePoint oder Sie schicken sie per E-Mail hin und her und müssen diese up-to-date halten. Wie hier im Beispiel, wir haben hier unseren Tom, unseren Buchhalter und Tom muss natürlich jede manuelle Tätigkeit, die er gemacht hat, weiß ich nicht, Rückstellungen, die er gebucht hat beispielsweise, muss er dann eintragen in diese Liste. Aber er muss auch prüfen, welche Jobs beispielsweise gerade in SAP gelaufen sind und muss diesen Status dann auch in der Liste pflegen. Damit die Lisa, die wir haben, als Accounting-Expertin und Managerin des Abschlusses, eben ein Status-Update hat, wie ihre Buchungskreise, für die sie verantwortlich ist, fürs Closing stehen. Und sie würde sich natürlich wünschen, am besten einen jederzeitigen Echtzeit-Einblick. Was ist das AFC jetzt und wie kann es helfen, um genau dies zu verwirklichen? Das AFC ist von SAP eine Cloud-Lösung, die im Prinzip genau das automatisiert ermöglicht. Das heißt, Sie haben Ihre komplette Steuerung des Finanzabschlusses, ob es jetzt Monatsabschlüsse, Quartalsabschlüsse oder Jahresabschlüsse sind, erfolgt innerhalb von SAP, ohne Systembruch. Das heißt, Sie haben sowohl Ihren Finanzabschlusskalender mit allen Abhängigkeiten, allen Terminen im System. Sie haben eine automatische Kommunikation, das heißt, Sie haben eine Rückmeldung des Systems, wenn Jobs gelaufen sind, wenn manuelle Tätigkeiten gestartet werden können, die nach Jobs zu tun sind. Und was Sie natürlich auch haben, ist die Automatisierung. Das heißt, alle möglichen Jobs, die Sie einplanen und vor allem Jobketten, die das Tool dann automatisch terminiert durchführen kann. Da dies alles im System erfolgt, haben Sie die Möglichkeit, über Dashboards ein Echtzeitreporting zu bekommen, wie Ihre Buchungskreise stehen. Und dadurch, dass Sie alle Programme, alle Jobs und alle manuellen Tätigkeiten durch das AFC steuern, haben Sie natürlich den kompletten Audit Trail auf dem System. Letzten Endes ist der Hauptvorteil natürlich auch, dass Ihre Abschlüsse schneller sind. Und zur Vorstellung des Tools steigen wir auch direkt ein ins System mit einer Demo und dann kommen wir zu Step 2, Finanzabschluss mit AFC Live-Demo und damit würde ich gerne an dich, Dorothee, übergeben.
Vielen lieben Dank, Sven. Genau. Und damit starten wir jetzt einfach mal mit einer Live-Demo, um Ihnen das System einfach mal wirklich auch zu zeigen, sodass Sie auch ein bestes Gefühl des Ganzen bekommen. Und wir schauen uns dazu einfach mal einen typischen Prozess für den Einzelabschluss an, zum Beispiel für den Monat März. Und wollen im ersten Schritt erstmal in der Monitoring-Phase sehen, okay, wo stehen wir denn überhaupt? Welche Aufgaben sind bereits bearbeitet? Welche Aufgaben sind noch offen? Welche Aufgaben sind vielleicht auch Fehler gelaufen? Und wollen dann im zweiten Schritt in der Bearbeitung einfach mal beispielhaft ein paar Aufgaben, die noch offen sind, bearbeiten. Und dann im dritten Schritt in der Planung wollen wir nochmal verstehen, okay, wo kam das Ganze jetzt überhaupt her? Wie kam diese Aufgabenliste in das System des Bearbeiters? Und all das ist, wird durch das AFC quasi gezeigt. Und damit fangen wir einfach mal an mit der Monitoring-Phase. Und schauen nochmal kurz zu der Lisa, unserer Buchhaltungsexpertin und Managerin. Und besonders gerade im Monitoring, wenn man eine Excel-Liste nutzt, ist das Ganze natürlich sehr manuell, weil man keine Statusrückmeldung, weil man keine Berichterstattung in Echtzeit bekommt. Und da möchte ich Ihnen mal zeigen, wie diese Problemchen von der Lisa durch das AFC reguliert werden können. Und dazu springen wir einfach mal rein in das System. Und die Lisa hat sich eingeloggt und sieht jetzt hier erstmal ihren Fiori Homescreen. Also alle Transaktionen sind hier als Apps dargestellt. Und das Ganze ist benutzerbasiert, denn Lisa als der Finance Close Manager kann natürlich einen Überblick über das Ganze bekommen. Das machen wir gleich in einer Minute. Sieht oder kann aber auch das Ganze planen in der Define Closing Task App. Das machen wir im dritten Schritt. Sie kann aber auch Aufgaben komplettieren, kann natürlich auch Aufgaben genehmigen, natürlich in ihrer Funktion als Manager, kann auch Aufgaben bearbeiten und hat alle administrativen Rechte, um zum Beispiel Nutzer oder Nutzergruppen aufzusetzen. Aber wie gesagt, wir sind ja gerade in der Monitoring-Phase und deshalb gehen wir mal in die Financial Close Overview App und sehen jetzt hier in Echtzeit einfache, schnelle Reports, die der Lisa erstmal einen Überblick geben können, wie gerade der Status für den Monatsabschluss März ist. Sie sieht zum Beispiel hier 65% Task Completion Overview Rate. Da weiß sie ganz genau, oh Gott, es ist schon Ende April, da müssen wir noch eine ganze Masse tun und kann danach natürlich auch ihre Buchhalter anweisen. Sie sieht außerdem die Aufgaben, die sie als Manager genehmigen muss. Sie sieht auch die Komplettierungsrate, zum Beispiel mit verschiedenen Buchungskreisen für USA, für Deutschland, für UK. Sie sieht auch die Aufgaben, die bereits verspätet sind, hat natürlich auch eine Auflistung aller Aufgaben, die noch offen sind und sieht die Aufgaben, die zwar bearbeitet wurden, aber auf Fehler gelaufen sind. Und sie kann natürlich von hier aus in alles nochmal tiefer reinspringen. Schauen zum Beispiel hier in die Completed Task with Errors, also die Aufgaben, die zwar bearbeitet wurden, aber irgendwie auf einen Fehler gelaufen sind. Und da springen wir mal rein und suchen uns dann auch nochmal unseren deutschen Buchungskreis. Und sagen Germany, sagen Go und suchen uns den Table View, also die Tabellenansicht und sehen hier beispielsweise, für den deutschen Buchungskreis ist der Depreciation Posting Run, also der Abschreibungslauf, zwar durchgeführt worden, aber ist auf Fehler gelaufen. Und da kann sie jetzt natürlich ihren Accountant, den Tom, anweisen und kann sagen, hey, das ist zwar angestoßen worden, aber es ist auf einen Fehler gelaufen, bitte schau da nochmal genauer rein. Und das war schon die erste oder Part 1 und ich hoffe, die Lisa konnte Ihnen zeigen, wie Sie mit schnellen, einfachen Reports quasi ein Echtzeitstatus-Update über den Einzelabschluss bekommen können.
um dann natürlich auch die Zusammenarbeit zu verbessern, um auf Fehler, auf Aufgaben, die auf Fehler gelaufen sind, viel, viel schneller reagieren zu können. Wie gesagt, das war Part 1. Part 2 ist die Bearbeitung und wir haben ja gesehen, wir sind Ende des Monats, aber haben noch 35% der Aufgaben zu erledigen und wollen das jetzt einfach mal tun. Und dazu schauen wir nochmal zum Tom. Und der hat vor Nutzung des AFCs immer eine Excel-List bekommen von der Lisa, wo er dann manuell den Status der einzelnen Aufgaben updaten musste. Und das war natürlich eine ganze Masse an Arbeit. Oft hat er Aufgabenabhängigkeiten nicht klar verstanden. Und deshalb wollen wir auch mal schauen, wie das Ganze einfacher im AFC aussieht. Und dazu springen wir mal in Toms System und sehen hier in seinem Homescreen sofort, okay, er hat viel weniger Apps, viel weniger Transaktionen. Und das ist natürlich auch, weil das Ganze benutzerbasiert ist wieder. Denn er ist der Buchhalter, er soll vielleicht keinen Überblick über verschiedene Buchungskreise bekommen. Er soll keine administrativen Rechte haben, um Nutzergruppen aufzusetzen. Sein Hauptaugenmerk soll in der Bearbeitung von Aufgaben sein. Das machen wir jetzt einfach mal und suchen uns die Aufgabenliste, die die Lisa freigegeben hat in der Planung. Für den Monat März und sagen, jetzt suchen wir das Ganze und hier haben wir sie schon und sehen sofort, okay, es ist für den Monat März, es ist der Monatsabschluss, es ist für das Jahr 2021, März und nach Buchungskreis quasi hierarchisch geordert. Und da können wir jetzt mal reinspringen in die Aufgabenliste und sehen dann, eine Auflistung aller Aufgaben, für die der Tom der Bearbeiter ist. Er kann natürlich auch alle Aufgaben einsehen, Aufgaben, die durchgelaufen sind, aber auch Fehler gelaufen sind oder Aufgaben, für die er verantwortlich ist, aber nicht der Bearbeiter ist. Aber da wir ja gerade in der Bearbeitungsphase sind, belassen wir es hierbei und wollen jetzt einfach mal den Depreciation Posting Run, also den Abschreibungslauf starten und sagen Schedule. Und sagen, der soll sofort starten. Und jetzt bekommen wir die Fehlermeldung, ah, das kann nicht passieren, weil es vorherige Aufgaben gibt, die noch nicht bearbeitet wurden. Okay, denkt sich unser Tom, das versteht er nicht ganz und springt deshalb mal genau in diese Aufgabe rein. Und wie diese Aufgabe dann aufgebaut ist, das zeige ich Ihnen im Detail in der Planungsphase. Wir wollen jetzt einfach mal in die Abhängigkeiten springen. Und hier sieht unser Tom sofort, ah, bevor ich den Abschreibungslauf überhaupt starten kann, muss ich checken, dass die Seiten der Vermögenswerte stimmen und muss außerdem die für die im baubefindlichen Vermögen, die Abrechnung, die für die im baubefindlichen Vermögenswerte durchführen. Und bevor ich diese beiden vorherigen Aufgaben nicht durchgeführt habe, kann ich den Abschreibungslauf gar nicht starten lassen. Und das Ganze würde der Tom auch nochmal sehen, wenn er sich hier den Anhang anschauen würde, denn hier ist eine Art Arbeitsinstruktion hinterlegt, wo er das Ganze hier auch nochmal einsehen könnte. Aber wir tun jetzt einfach mal so, als wären die beiden vorherigen Aufgaben in Zwischenzeit bearbeitet und gehen jetzt hier mal zu den Asset Balances und sagen, ja, das haben wir fertiggestellt und sagen fertig, sagen okay. Und jetzt informiert uns das System, ja, von unserer Seite ist das Ganze fertiggestellt, aber für diese Aufgabe braucht es eine Genehmigung durch den Manager. Wenn wir jetzt auf okay klicken, wird diese Genehmigungsanfrage automatisch an das System unseres Managers, im Fall Lisa, geschickt. Deshalb springen wir mal ganz kurz in Lisas System und sehen hier in der Notification sofort, dass diese Genehmigungsanfrage eingegangen ist. Und Lisa kann da jetzt reingehen und diese Anfrage für die Asset Balances dann nochmal genau einsehen und dann
natürlich auch genehmigen. Wir sagen approve und sagen klar und sagen okay. Und somit ist diese Aufgabe genehmigt. Und wir sehen hier, das Ganze ist completed without errors, also abgeschlossen ohne Fehler. Das war die Aufgabe Nummer 1. Aufgabe Nummer 2, die Assets under Construction, die suchen wir jetzt mal schnell und sehen hier, hier ist sie, noch nichts passiert, aber wir wollen ja so tun, als wäre es completed. Und da sagen wir ebenfalls fertig und sagen okay. Und dann sehen wir bei dieser Aufgabe, ah, hier war kein Genehmigungslevel eingestellt. Das konnten wir einfach bearbeiten und es wurde completed without errors, also fertiggestellt ohne Fehler. Wenn wir jetzt mal zurückgehen, sehen wir sofort, ah, der Abschreibungslauf ist automatisch geplant worden. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal refreshen, sehen wir, dass jetzt der Abschreibungslauf geplant worden ist. Hier nochmal die ganzen Meldungen dazu. Und jetzt refreshen wir nochmal, wollen nämlich sehen, wenn es dann auch durchgelaufen ist und sehen hier sofort, ah, jetzt ist der Abschreibungslauf durchgelaufen und diesmal ohne Fehler. Und hier im i können wir nochmal alle Details dazu sehen, den Joblog beispielsweise oder den Scheduling-Log und auch die Spool-Liste, die wir dann einsehen können und natürlich auch runterladen können, zu unseren Akten legen können. Das ist natürlich hier auch alles möglich. Und damit waren wir schon in der zweiten Demo. Und ich hoffe, die Lisa konnte Ihnen zeigen, wie Sie auch die Bearbeitung von Abschlussaufgaben schnell und automatisiert durchführen können. Sie können es nämlich so einstellen, dass automatische Aufgaben automatisiert durchlaufen bzw. starten, wenn die vorherigen durchgeführt worden sind. Und Sie können das Ganze zu jedem Zeitpunkt auch transparent einsehen, wie beispielsweise der Status verschiedener Aufgaben im System ist. Und das war schon Schritt 2 und jetzt wollen wir nochmal ganz genau verstehen, okay, wie kam denn jetzt überhaupt diese Aufgabenliste in das System vom Tom? Und wollen beispielhaft einfach mal für den neuen Monat das Ganze planen. Und dazu schauen wir nochmal zur Lisa, Planungsexpertin und Managerin. Und vor Nutzung des AFC war das Ganze natürlich auch sehr manuell. Und sie hat eine Excel-Liste aufgebaut, aber da war es auch wieder schwierig, teilweise Rollen und Verantwortlichkeiten klar darzustellen und auch Aufgabenabhängigkeiten klar darzustellen. Und wie wir das jetzt im System machen können, das schauen wir uns ebenfalls mal an. Dazu springen wir nochmal zurück in Lisa-System und gehen zurück in ihren Homescreen und gehen jetzt in die Define Closing Task App. Und dazu ist zu sagen, dass die Planung template-basiert erfolgt. Das heißt, Sie stellen sich einmal ein Template und dieses Template können Sie immer wieder nutzen. Und dieses Template, da gießen Sie Ihre ganzen Aufgaben rein. Das ist jetzt unser Template einfach mal. Und wie gesagt, dann kopieren Sie Ihr Template und können das für jeden neuen Monats-, Quartals- oder Jahresabschluss nutzen. Und wir sagen jetzt einfach mal, wir nennen es jetzt AFC Webcast April und sagen Copy. Und jetzt kann man dieses Template natürlich bearbeiten, je nachdem, ob neue Aufgaben hinzukommen oder wegfallen, ob sich Verantwortlichkeiten ändern. Und ich möchte Ihnen dieses Template jetzt mal im Detail erklären, wie es aufgebaut ist. Genau, dass wir auch verstehen, wie jetzt diese Aufgaben dann später auch in die verschiedenen Systeme kommen. Und dieses Template besteht erstmal aus einer Kopfzeile, wo Sie eine Beschreibung einfügen können, wo Sie ganz genau definieren können, okay, wer ist denn verantwortlich für dieses Template? Ist es eine Benutzergruppe oder ist es ein einzelner Nutzer?
Und Lisa als unser Manager hat natürlich alle Rechte, auch beispielsweise Nutzergruppen aufzusetzen. Dann kann die Autorisierungsgruppe ebenfalls eingestellt werden und auch E-Mail-Notifikation. Zum Beispiel, wenn das Template bearbeitet wurde, wenn eine neue Aufgabe hinzukommt oder wegfallen würde oder wenn das Ganze dann freigegeben werden würde. Dann können Sie hier natürlich auch den Werkskalender eingeben, sodass verschiedene Abschlusstermine nicht auf Feiertage fallen. Sie können ebenfalls das Hauptbuch eingeben, die Rechnungslegungsgrundsätze, das Geschäftsjahr und auch die Zeitzone. Aber das Herzstück des Ganzen ist natürlich die Closing Structure, hier geordnet nach Buchungskreis, wo dann alle Aufgaben in Ordnern und Unterordnern reingegossen wurden in das System. Wir haben hier beispielsweise für die Buchungskreise Deutschland und US und haben dann hier weitere Unterordner für Debitoren, Kreditoren und generellem Accounting und haben dann nochmal Unterordner zum Beispiel für Anlagevermögen, bis wir dann im Aufgabenlevel des Ganzen sind. Und das Template, wie gesagt, kann natürlich je nachdem, ob neue Aufgaben hinzukommen, verändert werden. Man kann neue Ordner und Unterordner einfügen, neue Aufgaben kreieren. Das ist natürlich alles möglich. Machen wir jetzt aber mal nicht. Wir wollen noch mal in unsere Beispielaufgabe des Abschreibungslaufs reinschauen, um auch das Template im Aufgabenlevel zu verstehen. Und hier sehen wir dann den Abschreibungslauf und wie gesagt die Aufgabenstruktur dieses Templates für den Abschreibungslauf. Heute ist das System Freitagnachmittag ein bisschen langsamer, man merkt schon, aber jetzt haben wir es. Und sehen hier erstmal den Abschreibungslauf, auch eine Art Kopfzeile, wo Sie ganz genau eingeben können, okay, es ist ein Abschreibungslauf, es ist als Aufgabentypen Job, es ist also eine automatisierte Aufgabe, die man einmal anstößt, im Hintergrund läuft und dann den Status selbst updatet. Es gibt natürlich auch noch viele andere Aufgaben, zum Beispiel manuelle Aufgaben oder Weblinks. Dann können Sie hier auch ganz genau definieren und einstellen, braucht es eine Genehmigung durch den Manager für diesen Abschreibungslauf? Ja oder nein? Dann können Sie natürlich auch noch das Task-Typ-Modell und das Job-Template und das Programm, wo das Ganze denn läuft, definieren. Und Sie können natürlich auch alle Nutzer definieren. Zum Beispiel, wer ist verantwortlich für diesen Abschreibungslauf? Ein bestimmter Nutzer oder eine Nutzergruppe? In unserem Fall ist es ja der Nutzer, der AFC-Manager, die Lisa. Wer ist denn später der Bearbeiter des Ganzen? Wieder bestimmter Nutzer oder Nutzergruppe? In unserem Fall ja der Accountant, also der Buchhalter, unser Tom. Und dann können Sie hier natürlich auch im Aufgabenlevel noch E-Mail-Notifikationen einstellen. Sprich, wenn die Aufgabe bearbeitet wurde, wenn die Aufgabe verspätet ist, wenn die Aufgabe auf einen Fehler gelaufen ist. Das können Sie hier alles genau einstellen. Und dann können Sie natürlich das Ganze auch noch zeitlich definieren. Zum Beispiel, Sie sagen, das Ganze soll loslaufen, wenn die vorherigen Aufgaben komplettiert worden sind. Oder das Ganze soll an einem bestimmten Tag loslaufen, sagen wir einfach mal 2 Tage vor Monatsabschluss. Und Sie können das Ganze natürlich auch für jede Aufgabe zeitlich planen. Und können auch sagen, okay, der Abschreibungslauf soll für Monatsabschluss, Quartalsabschluss, Jahresabschluss oder spezifischer Abschluss gelten. Dann können Sie auch noch weitere Parameter bestimmen, zum Beispiel, dass es erst einen Testlauf geben soll, bevor der eigentliche Abschreibungslauf losläuft. Und ganz wichtig, hier können Sie ganz genau die Abhängigkeiten definieren per Drag and Drop. Wenn wir da nochmal in die grafische Ansicht schauen, sehen wir das, was wir im vorherigen Schritt gesehen haben, dass der Abschreibungslauf erst loslaufen kann, wenn die beiden vorherigen Aufgaben komplettiert worden sind. Und das können Sie hier ganz genau definieren. Dann können Sie noch Übersetzungen hinzufügen, Notizen und natürlich Attachments, wie hier die Arbeitsanweisung. Und damit sagen wir einfach mal, wir
sichern unsere ganzen Dinge, die wir verändert haben, und sichern das Ganze dann gleich nochmal und sagen Save. Hier, genau. Und dann können wir die Aufgabenliste freigeben. Wir gehen nochmal rein und sagen, das war ja für April, und können jetzt diese Aufgabenliste freigeben und sagen, es ist für heute, passt ja auch genau, es ist für das Fiscal Year 2021, die Periode ist natürlich der April, Closing Type ist Monatsabschluss, und wenn wir jetzt auf Generate Task List gehen, werden alle Aufgaben an die Systeme der Bearbeiter, der Kollegen, die verantwortlich sind, geschickt. Und somit kommt dann der Tom auch zu seiner neuen Aufgabenliste für die nächste Periode. Ich habe Ihnen das Template jetzt natürlich sehr, sehr ausführlich erzählt oder erklärt. Normalerweise, wenn keine neuen Aufgaben hinzukommen, kommen würden, wäre das Ganze oder die Planung des Ganzen natürlich möglich innerhalb von 2 Klicks und 1-2 Minuten. Aber damit sind wir auch mit der letzten Demo durch, und ich hoffe, die Lisa konnte Ihnen wieder zeigen, wie Sie mit Hilfe eines Templates die Planung schnell und effizient durchführen können. Wenn Aufgaben hinzukommen, bearbeitet man das Template dementsprechend. Wenn nicht, dann könnten Sie es einfach releasen, die Aufgabenliste freigeben, und somit wäre die Planung innerhalb von wenigen Klicks quasi durchgeführt. Und das war schon die Systemdemo des Ganzen. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz auf geplante Innovationen beziehungsweise auf die Roadmap des AFCs drauf eingehen. Denn das AFC ist eine neue Lösung, ist die strategische Lösung der SAP für den Einzelabschluss, und das bedeutet, da kommen neue Innovationen kontinuierlich hinzu. Das Tool wird kontinuierlich weiterentwickelt, insbesondere was Automatisierungsprozesse angeht. Und deshalb haben wir eine Roadmap, die wir eingegliedert haben in 3 große Themenbereiche. Zum ersten der Hub-Szenario-Abschluss, da geht es so ein bisschen drum, um die Anbindung zu On-Premise und Cloud in heterogene Landschaften, besonders wenn Sie vielleicht ein On-Premise-System, ein Cloud-System haben, wie das Ganze funktioniert. Das wird Ihnen der Sven aber auch noch mal ganz genau erklären. Dann der 2. große Themenbereich ist der intelligente Abschluss, denn wir wollen intelligente Technologien nutzen, um den Abschlussprozess weiterhin zu optimieren und automatisieren. Ein schönes Beispiel dafür ist SAP IRPA, SAP Intelligent Robotic Process Automation, wo Sie quasi aus dem AFC hinaus ein Bot triggern können, der eine manuelle Aufgabe, zum Beispiel das Upload einer Excel-Liste, durchführt und dann den Status zurückmeldet ins AFC, hey, ich habe diese Aufgabe erledigt. Und der 3. große Themenbereich ist die Zentrallenkung. Denn wie schon zum Anfang gesagt, wollen wir das AFC als zentrales Orchestrierungstool nutzen, nicht bloß für den Einzelabschluss, sondern auch für den Konzernabschluss oder das Financial Reporting. Und was das genau bedeutet und welche genauen Funktionen da wirklich zu diesen 3 Themenbereichen genau hinzukommen, kann man immer auf dem SAP Roadmap Explorer einsehen. Das ist eine Webpage, wo genau definiert ist, was da dazu kommt. Wenn wir da mal ganz kurz reinspringen, sehen wir zum Beispiel hier für das AFC, das kann man natürlich auch für jedes andere Tool der SAP nutzen, diesen Roadmap Explorer, sehen wir, okay, im nächsten Quartal kommt diese neue Funktion hinzu. Im 4. Quartal ist das geplant und in 2020 das. Also somit kann jeder, der da Interesse hat, immer ganz genau schauen, okay, was kommt denn in den nächsten Monaten, in den nächsten Quartalen an Funktionalität für das AFC hinzu. Und das war auch die Roadmap
Und damit übergebe ich wieder an meinen Kollegen Sven, der nämlich noch ein paar Dinge zur Systemarchitektur und Implementierung erzählen möchte. Ja, danke, Dorothee. Damit kommen wir zum Punkt Systemarchitektur und Implementierung. Und zunächst mal, wo sitzt das AFC überhaupt und wie funktioniert es überhaupt? Das AFC ist, wie gerade schon erwähnt wurde, als sogenannter Abschlusshub ausgelegt. Das bedeutet, es ist der zentrale Knotenpunkt, an den Sie verschiedene SAP-Systeme anschließen können. Das heißt, Sie können sowohl SAP ECC Backend-Systeme, SAP S/4HANA Cloud Backend-Systeme und SAP S/4HANA On-Premise Backend-Systeme an das AFC anschließen. Das AFC selbst ist ein reiner Cloud-Service auf der SAP Business Technology Plattform, die Sie vielleicht noch als SAP Cloud Plattform kennen. Das ist jetzt die SAP Business Technology Plattform oder kurz BTP. Bis Ende letzten Jahres lief das AFC auf der SAP S/4HANA Cloud. Das wurde aber jetzt portiert auf die BTP und läuft dort als Service. Reiner Cloud-Service. Was geplant ist für die Zukunft, ist auch die Integration von Non-SAP-Systemen mit Third-Party-Schedulern. Das heißt, wenn Sie aktuell Non-SAP-Tasks, Jobs schedulen möchten, UC4-Jobs beispielsweise, dann müssen Sie hier Platzhalteraufgaben einfügen in Ihren Abschlussplan. Aber sobald der Third-Party-Scheduler integriert ist im AFC, können Sie auch dies tun. Was wichtig zu wissen ist, ist, dass das AFC aktuell mit Out-of-the-Box-Konnektivität kommt. Das bedeutet, der Anschluss der SAP-Systeme erfolgt ohne weiteren Programmieraufwand. Ich komme da gleich nochmal genau drauf ein. Gerade was ECC oder gerade was ECC angeht, sehen Sie unten nochmal die Release-Packages, die vorliegen müssen, damit auch Ihr angeschlossenes System mit dem AFC gesteuert werden kann. Gut, kommen wir dann zum Thema grobe Übersicht über die Implementierungspunkte. Und da sind es im Prinzip einmal natürlich die Verbindung zum Backend-System. Also einmal auf der SAP Business Technology Plattform und in den verbundenen Systemen müssen Sie natürlich die technische Verbindung herstellen, damit natürlich aus dem AFC die Jobs gesteuert werden können und auch Ihre angeschlossenen Backend-Systeme die Nachricht zurückliefern können, dass die Jobs gelaufen sind. Und hier ist es natürlich wichtig, dass Sie frühzeitig Ihre IT einbinden. Warum? Der Anschluss der Systeme folgt zwar out of the box, aber wenn Sie beispielsweise jetzt ein On-Premise-System haben, dann müssen die mit dem AFC mitgelieferten Konnektoren noch installiert werden. Der zweite wichtige Punkt sind die Berechtigungen. Und zwar ist es so, wenn Sie sich oft in dem AFC anmelden, wie wir das eben gesehen haben, und in dem Dashboard sind und dann die Aufgaben starten, dann müssen Sie auch in dem verbundenen Backend-System die Berechtigungen natürlich und einen User haben, um die Jobs auszuführen. Das heißt, Sie brauchen einen User, der beispielsweise dann den Abschreibungslauf durchführen kann. Und Sie haben natürlich auch einen User im AFC selbst und zwischen den beiden brauchen Sie am besten ein Identity-Management-System, was diese User synchronisiert und dafür sorgt, dass das, was Sie im AFC steuern und durchführen wollen, auch im verbundenen Backend-System funktioniert. Der dritte wichtige Punkt ist die sogenannte Programmregistrierung fürs AFC. Gerade wenn Sie selbstentwickelte Z-Programme, also ABAP-Programme, verwenden für den Abschluss, dann kennt SAP diese natürlich nicht und Sie müssen diese einmalig dann für AFC registrieren, damit das AFC auch die Parameter, wie jetzt beispielsweise die Periode, das Ledger, kennt. Und der letzte Teil, der, sage ich mal, für den Fachbereich vor allem wichtig ist und wo Sie Ihre Controller und Finanzbuchhalter einbinden müssen, ist natürlich das Aufsetzen des Abschlusskalenders.
Die Dorothee hat ja schon gezeigt, wie das aussieht, also wie so ein Abschlusskalender am AFC aussieht und wie man aus einer Vorlage, aus einem Template, eine Aufgabenliste für einen Monat erstellen kann, also beispielsweise für den April 2021. Und wie das für das einmalige Aufsetzen des Abschlusskalenders müssen Sie natürlich vorher die Programme registrieren und dann können Sie den Kalender aufsetzen. Und wie das aussieht, das Aufsetzen des Kalenders und wie die Vorlagenlisten, die von SAP mitgeliefert sind, Ihnen dabei helfen, das zeige ich mal kurz im System. Springen wir mal kurz ins System und gehen hier, die haben Sie eben schon gesehen, die Define Closing Tasks App, wo Sie eben die Templates und die Tasklists haben. Also Templates sind im Prinzip die Vorlagen und die Tasklists sind dann die Aufgaben für einen spezifischen Monat. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte eine neue erstellen, dann kann ich das ganz einfach machen auf Create. Und ich würde jetzt als Beispiel mal für einen Company Code erstellen wollen, der heißt Mary and John und ist für den Monatsabschluss. Und ich setze mich als verantwortlichen User rein. Das heißt, ich bin für dieses Template verantwortlich. Was Sie jetzt natürlich machen können, ist, über die Autorisierungsgruppe können Sie beispielsweise steuern, dass wenn Sie jetzt für alle Buchungskreise in Deutschland oder sagen wir mal für alle Buchungskreise EMEA zuständig wären, das könnten Sie beispielsweise hier über eine Autorisierungsgruppe auch steuern. Und das sind natürlich auch Punkte, die Sie beachten müssen beim Einführen, wie Sie diese Liste aufbauen. Also bauen Sie die jetzt für einen Company Code auf, für eine Company Code Gruppe, für Deutschland, für EMEA, das sind alles Punkte, die Sie natürlich dann berücksichtigen müssen. So, für den Factory-Kalender nehmen wir jetzt mal Deutschland und wir nehmen die Zeitzone Central Europe Time und wollen das Ganze für Company Codes aufsetzen. Was das System jetzt macht, und das auch hier am Factory-Kalender, ich gehe nochmal hier drauf, das System zieht sich jetzt auf Basis des Kommunikationssystems, und das ist im Prinzip das angeschlossene Backend-System, die Parameter. Kommen wir gleich auch nochmal drauf zu. Dann zeigt Ihnen das System auf Basis meines angeschlossenen Systems, welche Buchungskreise sind denn hier eigentlich hinterlegt. Und das ist das, was ich eben meinte, je nachdem, wie Sie Ihre Abschlusslisten aufbereiten wollen, können Sie hier auch schon entscheiden, möchte ich eine Liste für alle Company Codes bauen, möchte ich eine für spezifische bauen. Und damit Sie nicht bei Null starten, gibt es von SAP die Task Template Sets, die Vorlagen Sets, und die können Sie ganz einfach verwenden. Wir nehmen mal das Extended Set. Und was das System jetzt macht, ist für diese ganzen Company Codes, die im Backend-System angeschlossen sind, werden jetzt die Standardvorlagenlisten erstellt. Das heißt, wenn ich jetzt für meinen Company Code Mary and John hier reingehe, dann sehe ich, dass hier alle Ordner und auch Jobs und Fiori Apps automatisch hinterlegt werden. Und wenn ich jetzt beispielsweise in den Depreciation Posting Run gehe, und ein bisschen geduldig bin, dann kann ich jetzt hier über die Parameter genau steuern, was ich in dieser Aufgabe machen möchte. Und jetzt sieht man das hier auch wieder. Ich habe hier das Kommunikationssystem, das ist das angeschlossene Backend-System. Und auf Basis dieses angeschlossenen Backend-Systems sehen Sie hier den Closing-Task, da ist so eine S-Nummer hinterlegt. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit den registrierten Programmen. Das heißt, selbst wenn Sie Z-Programme registrieren, dann zieht das System genau dieses Z-Programm und alle registrierten Parameter. In dem Fall ist es jetzt beispielsweise, welche Logs möchte ich im Abschreibungslauf gezeigt haben
und möchte ich auf irgendwelche Anlagen einschränken. Das können Sie jetzt hier im AFC alles einstellen. Und dafür machen Sie natürlich einmalig, gerade für die Z-Programme, die Parameterregistrierung, dass Sie genau diese Parameter hier im AFC steuern können. Damit kommen wir zurück zur Präsentation. Und zwar zum nächsten Punkt. Und zwar Datenaustausch zwischen AFC und dem verbundenen Accounting Backend-System. Wir haben ja eben schon in der Systemarchitektur darüber gesprochen, dass das AFC als Dienst auf der Business Technology Plattform gehostet ist. Was für Sie vielleicht wichtig zu wissen ist, dass es im Data Center Frankfurt auf dem AWS Server gehostet ist. Und wenn Sie den AFC-Service abonnieren, bekommen Sie eine AFC-Instanz. Der zweite wichtige Punkt, gerade weil es sich um einen Cloud-Service handelt, ist die Datensicherheit und die Verschlüsselung des Datenaustauschs. Zunächst einmal ist ganz wichtig zu wissen, es werden keine Finanzdaten ausgetauscht. Also es wird jetzt nicht, die Belege, die Sie buchen, werden jetzt nicht in die Cloud gespielt, sondern es würden lediglich die Parameter, die das AFC zum Steuern der Jobs braucht und zum Steuern der Fiori-Apps ausgetauscht, also welches Ledger, welche Periode. Trotzdem ist natürlich die Datenbank völlig verschlüsselt und der Austausch erfolgt verschlüsselt mittels REST API. Jetzt werden Sie vielleicht denken, ja okay, ich habe eben den Spool-Log mit der Abschreibungsliste gesehen, das sind doch Finanzdaten. Ja, aber wenn Sie diesen Spool aufrufen, dann wird der dynamisch aus dem Backend-System gezogen und nicht aus der Cloud. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Gut, damit kommen wir zum letzten Punkt, zum Punkt Implementierung mit Deloitte und SubActivate. Also falls Sie interessiert sind, wie ein solches Implementierungsprojekt aussehen könnte. Und falls Sie sich natürlich dazu entscheiden, Ihre Abschlussprozesse mit AFC zu automatisieren. Wir haben das mal hier anhand einer Projektphasen dargestellt. Wenn Sie natürlich jetzt erstmal weiterhin interessiert sind im AFC und nochmal mehr wissen wollen, machen wir natürlich gerne auch gemeinsam mit der SAP eine gemeinsame Produktdemo, wo Sie sich das System dann nochmal genauer anschauen können. Und dann für jegliche weitere Phasen der Implementierung haben wir hier mal kurz aufgeführt, was es für Beschleuniger von SAP gibt und wie Ihnen Deloitte beim Projekt unterstützen kann. Einmal natürlich mit dem Projektmanagement, aber auch gerade beim Vorbereitung, Durchführung von Workshops, zum Beispiel zum Aufsetzen des Closing-Kalenders. Einmal natürlich fachlich mit Ihrem Fachbereich, welche Tasks wollen Sie abbilden, wie wollen Sie das Ganze organisatorisch ausgestalten, also welche Gruppen sollen bestimmte Closing-Manager sehen, Deutschland, EMEA, dann natürlich auch zum technischen Aufsetzen. Und natürlich auch zur Programmregistrierung, wie Sie gesehen haben, gerade wenn Sie Z-Programme auch nutzen. Und zum Schluss natürlich helfen wir Ihnen auch gerne beim Go-Live, also wenn Sie das Tool zum ersten Mal im Abschluss verwenden. Damit kommen wir zum letzten Teil, wobei es eigentlich nur ein kleiner Teil, wo wir nochmal zeigen wollen, wo Sie weitere Informationen zum AFC finden und natürlich auch Kontakte, falls Sie interessiert sind, an einem Austausch. Da haben wir zum einen die SAP AFC Community Website, wo Sie natürlich sich weiter informieren können und auch Fragen beantwortet bekommen. Und von uns gibt es natürlich, die kennen Sie sicher, von Deloitte, die Subfinance Transformation Website, da haben Sie sich angemeldet für den Webcast. Dort finden Sie unter anderem auch das White Paper zum Thema, wo nochmal die Vorteile aufgeführt sind und natürlich auch die Kontakte, falls Sie sich interessieren und mit uns austauschen möchten. Genau, damit bedanke ich mich von meiner Seite und Dorothee will sich ja auch noch ein paar Worte sagen und leiten dann in die Q&A über. Genau, vielen lieben Dank auch von meiner Seite
Und wir würden jetzt einfach in die Q&A gehen. Magst du dazu? Genau, wir würden einfach erstmal die erste Frage aufgreifen von unserem Moderator, dem Jaffa. Hallo, Jaffa hier. Erstmal vielen Dank, Dorothee. Vielen Dank, Sven, für die schöne Präsentation und die Demo. Genau, wir haben hier einige Fragen gesammelt. Und ich glaube, eine Frage, die die aufgekommen ist, ist das, wie sich das AFC abgrenzt. Also zu dem, vor allem das AFC zum Financial Closing Cockpit. Kann ich kurz darauf eingehen und Dorothee kann ja entsprechend ergänzen. Das Financial Closing Cockpit ist eine reine On-Premise-Lösung, während das AFC, wie gesagt, eine Cloud-Lösung ist. Aktuell sind beide schon von den Funktionalitäten paritätisch ungefähr. Nur in den nächsten Jahren kommen jetzt natürlich der Konzernabschluss, das Reporting, IRPA-Integration, alles nur im AFC und nicht mehr im FCC. Das heißt, das FCC ist nicht mehr auf der Roadmap der SAP. Aber da, Dorothee, da kannst du gerne noch mal ergänzen. Genau, also man muss jetzt keine Angst haben, das FCC wird nicht aus der Wartung laufen. Es wird auch nicht, also es ist immer verfügbar, aber es kommen halt keine neuen Funktionalitäten hinzu. Deshalb sagen wir immer, derzeit ist die Funktionalität noch dieselbe, aber in ein paar Monaten und auch in ein paar Jahren werden da ganz große funktionale Unterschiede bestehen. Und deshalb sagen wir immer, okay, wenn Sie kein Problem mit Cloud haben, nutzen Sie das AFC. Wenn Sie ein Problem mit Cloud haben, dann bleibt Ihnen eigentlich die Option des FCC nur. Genau, das noch dazu zu sagen. Super, danke schön. Dann eine Frage noch. Läuft AFC nur über Fiori? Also genau, eine reine Fiori-Applikation? Ja? Genau, die Frage greife ich auch mal auf. Ja, es ist eine reine Fiori-Applikation. Also viele sind ja sehr vertraut mit dem GUI und darauf läuft es nicht. Es ist eine reine Fiori-Applikation. Mhm. Denn ich glaube, wir haben eine kurze Andeutung schon gehabt, aber vielleicht noch ein paar Worte zum AFC-Lizenzmodell, weil da ist auch eine Frage aufgekommen. Genau, da bin ich wahrscheinlich auch die richtige Ansprechpartnerin wieder. Das AFC-Lizenzmodell läuft per Buchungskreis in 25er Schritten. Also je nachdem, wie viele Buchungskreise Sie einbinden wollen, geht es dann in 25er Schritten immer hoch. Das wäre das Lizenzmodell. Aber wenn Sie da noch ganz detaillierte Fragen zu haben, können Sie im Nachgang mich auch immer kontaktieren und dann kann man da individuell nochmal drüber sprechen. Ja. Dann noch eine Frage. Werden Werkzeuge zur Migration vom Financial Closing Cockpit zur AFC mitgeliefert? Gehe ich kurz drauf ein. Das kommt auch immer ganz drauf an, wie Sie es aktuell aufgesetzt haben. Also wenn Sie aktuell SAP S/4HANA im Einsatz haben und das Financial Closing Cockpit nutzen, dann macht das sicherlich Sinn. Und dann gibt es auch Werkzeuge, um die Aufgabenlisten mit im JSON-Format zu portieren. Wenn Sie allerdings jetzt ein ECC-System einsetzen mit dem Closing Cockpit und Sie wollen aber jetzt auf S/4HANA wechseln und dann das AFC nutzen, dann wegen der neuen Architektur macht es mehr Sinn, die Aufgabenlisten neu aufzusetzen, weil die Programme natürlich auf die neue Architektur mit dem Universal Journal abgestimmt sind. Genau, aber das vielleicht, da gibt es noch eine zusätzliche Frage. Das bedeutet aber, dass auch das AFC im R3 benutzt werden kann, ne? Genau, wir hatten hier die Frage, ist AFC nur mit HANA möglich? Genau, also man hat ja gesehen in der Systemarchitekturfolie, dass mit SAP ECC ab einem gewissen Release Package ist es möglich. Also es muss halt das Release Package da sein. Dann ist ECC möglich.
Okay, dann vielleicht die letzte Frage. Gibt es auch die Möglichkeit, Abschlüsse zu simulieren? Genau, die greife ich nochmal auf. Ja, gibt's, aber das ist auf der Roadmap. Wir wissen nämlich, dass viele Kunden danach gefragt haben, wollen erstmal den Abschluss simulieren, wie das Ganze aussehen würde, bevor sie es wirklich dann machen. Und das ist aktuell für Q4 2021 geplant, also im halben Jahr. Genau, und wir hoffen, dass wir das dann auch so realisieren können, diese Planung. Okay, sehr gut. Dann doch noch eine Frage, und zwar bezieht sich die Cloud, also im AFC, auf die Public Cloud oder auf die Private Cloud oder sowohl als auch? Genau, also das alte AFC lief ja auf der S/4HANA Cloud, und aber jetzt, wie gesagt, auf der SAP Business Technology Plattform, und deswegen ist das eine Public Cloud. Aber es ist halt nicht die S/4HANA Cloud, sondern es ist auf der Business Technology Plattform. Hast du da, Dorothee, noch eine Ergänzung oder? Nee, das war schön gesagt. Vielen Dank. Super, dann vielen, vielen Dank für die Antworten. Dann bleibt mir eigentlich auch nur noch mal ganz kurz der Hinweis auf den nächsten Webcast, also für den nächsten am 10. Juni. Das ist in 10 Tagen, allerdings in einem Monat. Da können Sie sich auch schon registrieren. Da geht es um das integrative Cash Management. Und nach den Sommerferien, nach der Sommerpause, sind auf jeden Fall auch schon weitere Webcasts geplant. Da werden Sie auch in Kürze sich dazu registrieren können. Dann vielen, vielen Dank an die Präsenter und natürlich auch an die Teilnehmer, an die Besucher. Und das war es, glaube ich, von unserer Seite dann. Vielen Dank, schönes Wochenende.